Liebe Zuschauer, heute im Star Talk gehen wir der Frage nach, warum der Thüringer Tatort eine Fehlbesetzung ist und warum Bierhähne nicht gleich Flöhhähne sind. Der Erfolgsautor ist da, André Gudernatsch, der Thüringer, der Erfurter. André, ich grüße dich. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir, ja. André, einer deiner seltenen Gastspiele jetzt in Erfurt, darfst du dich eigentlich noch in deiner Heimatstadt sehen lassen? Ja, ist kein Problem. Also ich hatte neulich so eine Lesung hier in der Stadtbibliothek am Domplatz und da haben die Leute mich auch nicht gehauen oder so. Also es war alles ganz entspannt und sehr schön. Denn dazu muss man sagen, du hast ein Buch geschrieben. Das Beste an Erfurt ist die Autobahn nach Jena. In Jena soll es ja sehr gut angekommen sein. Ja, das stimmt. In Jena war das ein Erfolgsschlager. In Erfurt hingegen, also da rätseln der Verlag und ich immer noch nicht so. Also und vor allen Dingen stimmt ja der Titel auch nicht. Im Nachhinein würde ich sagen, das Beste an Erfurt ist die Autobahn nach Jena. Die nach Eisenach ist eigentlich auch sehr schön. Da geht's nach, genau, da geht es in Richtung Westen. Ja, genau. Was hast du gegen Erfurt? Ich habe überhaupt nichts gegen Erfurt. Also es ist ja eher so ein liebevolles Necken. Und ursprünglich komme ich ja gebürtig aus Sachsen-Anhalt. Und man neckt ja nur die, die man lieb hat an irgendeiner Stelle. Also über Sachsen-Anhalt würde ich nichts schreiben. Okay. Da könnte ich dir sagen, dann könntest du vielleicht sagen, also ihr steht ja früher auf in Sachsen-Anhalt, ne? Dafür sind wir Thüringer ausgeschlafener. Das stimmt auf jeden Fall. Also Land der Frühaufsteher, genau, Sachsen-Anhalt. Aber wie gesagt, ich bin ja schon Jahre weg. Also da kann ich nichts mit anfangen. Okay, also sag mal so, du darfst den Blick nach oben drauf haben auf uns. Du darfst uns karikieren. Und das hast du auch in deinem neuen Buch gemacht. Dieser Zug hält nicht in Weimar. Genau, und da habe ich nun ganz viele Freunde in Weimar, also so nach und nach gehe ich alle Städte los. Irgendwann bin ich ja wahrscheinlich in Apolda angekommen und kann dann wirklich nirgends mehr hinkommen. Oder nirgendwo dann mehr Leute eben finden, die irgendwie noch sagen, ja, komm rein. Ist eine Autobahnausfahrt Suhl oder so. Ja, irgendwie muss ich gucken. Genau in die Richtung wäre dann auch noch eine Möglichkeit. Aber auch da gibt es jetzt gerade im neuen Buch einen ziemlich fiesen Text über Suhl. Dass eben Suhl in dem besagten Tatort dann mitspielt und dass so ein Fall richtig ein politischer Fall sein könnte, dass nämlich Suhl der 1. Mai weggenommen wird, weil der Tag der Arbeit mit dieser Stadt absolut nichts mehr zu tun hat. Ja. Die haben ja auch noch nicht mal mehr einen McDonald's. Ja, und dass dann eben aber eben Staffel-Biathleten zum Beispiel sich dann erhebt und dagegen kämpft, ja. Aber Biathleten, hast du auch schon was über Oberhof? Ja, Oberhof auch, eben, dass dieses schicke Panorama-Hotel da steht, wo dann früher mal auch, gab es eine Sandmann-Folge, auch das Sandmännchen so das als Sprungschanze benutzt hat. Aber ich denke mal, heute würde selbst Jens Weißflug sich da nicht draufwagen auf dieses klapprige Dach. Ich glaube, Jens Weißflug, der hat mit seinem Restaurant ganz andere Probleme. Nee, der kocht ja jetzt, der hat ja eine eigene Fernsehkochshow, habe ich letztens gesehen. Aber gut, da geht es uns nichts an, der ist ja kein Thüringer. Skigulasch oder sowas, Skigulasch. Herr Weißflug, wachsen Sie eigentlich Ihre Skier selbst? Nee, die kommen so ausgewachsen aus dem Wald. Ja. André, du hast nun vorgeschlagen, dass dieser Tatort, der jetzt in Thüringen gedreht wird, eine absolute Fehlbesetzung ist. Du hast ganz andere Schauspieler dafür vorgeschlagen. Naja, man kennt den ja, den Leipziger Tatort mit Simone Tomalla. Und da war ja vom MDR schon so ein heimlicher Hinweis eigentlich versteckt über all die Jahre, dass Thüringen irgendwann auch dran ist. Denn die Kommissarin heißt Saalfeld. Und das ist kein Zufall gewesen. Jetzt ist es endlich Wirklichkeit. Und ich denke, wir brauchen genauso ein großes Schauspieltalent, wie Simone Tomalla ist, auch für Thüringen. Und das könnte durchaus Ute Freudenberg sein. Moment, Simone Tomalla ist aber jetzt nicht so ein Talent. Naja, die Ute als Schauspielerin auch nicht. Aber wonach soll sie denn dann da suchen? Tja, aber das passt einfach. Es muss ja jemand sein, der so vorzeigbar ist. Und da ist Ute viel besser geeignet als Simone Tomalla. Jetzt braucht die ja aber so eine Kommissarin ja immer so einen Sidestep, so einen jungen Menschen so dazu. Ich denke, so wie so ein Till Schweiger, der auch nicht so ganz gut reden kann. Wen schlägst du dann vor? Natürlich Clouseau, Inspektor Clouseau. Das passt ja wunderbar. Obwohl Clouseau kann sich ganz gut ausdrücken. Der könnte sogar den Titelsong singen, ja. Und ich denke, das wäre ein vorzeigbarer Partner. Also er sieht ja auch hübsch aus und hat schon vieles ausgehalten, wie Udo Lindenberg oder so. Also das ist ein gestählter junger Mann, der so eine Rolle durchaus, denke ich, machen könnte. Okay. Und auf welcher Suche sollen die dann sein?
Naja, da gibt es so einige Ideen. Also die könnten zum Beispiel auf der EGA ermitteln, wenn da irgendwie ein Schmetterling umgekommen ist. Oder Thüringer Fälle. Genau, oder am Truxetaler Wasserfall gucken, wer da vielleicht nachts in den Zulauf reingepullert hat oder sowas. Also richtig knallharte Ermittlungen aus ganz Thüringen. Oder irgendwie so schauen, wer die besten Klöße hat. Vielleicht gibt es da irgendwelche Morde oder so. Oder der Kloß ist ein ganz schlechtes Thema mittlerweile in Thüringen. Ich habe gehört, der Kloß stirbt aus. Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt erst neulich gesehen, es gibt da jetzt auch Kuscheltiere. Also einen Klaus der Kloß. Klaus der Kloß, und es gibt einen, der einfach nur Kuschelkloß heißt. Und da gibt es auch schon einen Rechtsstreit, welcher jetzt zuerst da war. Und allein das ist schon wieder ein Thema für die nächste Kolumne. Nee, jetzt ohne Quatsch, die streiten sich. Die streiten sich wirklich. Also ob Klaus der Kloß oder eben der Kuschelkloß, welcher die Rechte hat. Der eine hat Augen und Mund und der andere hat nur Augen und keinen Mund. Der Thüringer Kloßkrieg. Wie kommst du auf solche Themen? Also echte Klöße haben übrigens weder Augen noch einen Mund, ja, das muss ich da erstmal sagen. Man kann, egal wie man dazu steht, gerne weiter Klöße essen. Okay, wer aus Sachsen-Anhalt kommt, kann mir nichts über Klöße erzählen. Ich esse die aber sehr gerne. Also selber machen, dazu habe ich auch viel zu kleine Hände. Da braucht man ja große Hände, dass auch die Klöße groß werden. Ne? Das ist wichtig. Na, die Themen eigentlich, wenn man sich mit Leuten unterhält, wenn man irgendwie so durch die Stadt geht, mit offenen Augen tatsächlich, also wirklich so klischee-mäßig, so, es liegt eigentlich auf der Straße, man muss es nur einsammeln, und da gibt es genug verrückte Geschichten und schwupps wird was draus. Also muss man nur ein bisschen sich greifen, das vielleicht ein bisschen weiterspinnen, auch ein bisschen überhöhen, und schon entsteht was. Mir ist letztens ein Foto zugesendet worden von dir, wie du mit einem Lenin durch die Stadt gehst. Sammelst du diese Lenin-Büsten? Nein, das war eine Kollegin vom Mitteldeutschen Rundfunk, vom Thüringen-Journal, die meinte irgendwie, das wäre witzig, die hatte das Buch empfohlen, das neue, dieser Zug hält nicht in Weimar, und da gibt es einen so einen Text irgendwie, in dem ein Lenin drinne vorkommt, und da meinte sie eben, das wäre lustig, mit dieser Lenin-Büste da rumzurennen. Und aus welcher SED-Kreisleitung habt ihr den gestohlen? Du, ich weiß es gar nicht, die hat das irgendwie da aus so einem Abriss Haus hat die den irgendwie angeschleppt, diesen Lenin, diese Büste, und ja, wir mussten den dann auch da wieder hin zurückbringen. Gut, dieser Zug hält nicht in Weimar. Was erfahren wir aus deinem neuen Buch alles? Naja, dass das eigentlich nur der Anfang vom Ende ist für Weimar. Also irgendwann halten ja keine ICEs mehr, spätestens 2015 ist da Schluss, und das ist eben nur der große Beginn. Irgendwann wird es auch keine Straße mehr geben, die nach Weimar führt, sondern nur noch so einen holprigen Feldweg von Fieselbach aus. Aber es ist nicht schlimm, da können die sich mal so auf sich selber besinnen und merken, so vielleicht, dass so die großen Namen nicht alles sind, sondern dass da auch echte Menschen manchmal durch die Stadt laufen, die ganz normale Bedürfnisse haben. Und nicht gleich so auf die Hochkultur so blicken, sondern einfach vielleicht auch mal nur pullern müssen oder was zu essen haben wollen. Ich sehe schon, die Bedeutung von Fieselbach wird enorm steigen, weil die einen sagen ja nicht mehr Erfurt, die sagen Westfieselbach, oder, und die anderen sagen nicht Weimar, sondern Südfieselbach, oder wie ist das? Ja, und in Erfurt spricht man auch den bösen Namen nicht aus, nämlich Jena, da sagt man dann auch Stadtroda. Ne? Also da gibt es viele Befindlichkeiten. Und da kann man auch wieder wunderbar als Kolumnist draus abschöpfen und quasi sich immer auf die Seite der jeweils anderen schlagen. Also ich sage zum Beispiel, wenn irgendwie ein Gag nicht so gut ankommt aus dem Buch, sage ich, für Weimar reicht's. Und dann sage ich aber, das sage ich in Jena auch, dass es für Weimar reicht. Okay. André, wo erscheinen deine Kolumnen denn? Na, da gibt es so ein Monatsmagazin, eins von mehreren hier in Thüringen, das ist der Blitz, da erscheinen die regelmäßig drin, und natürlich in den Büchern, also in dem, das Beste an Erfurt ist die Autobahn nach Jena und dieser Zug hält nicht in Weimar, da sind sogar explizit noch neue Texte ganz viel dafür entstanden, also die waren nicht alle vorher im Blitz. Okay. Kann ich die auch irgendwo im Internet nachlesen? Ja, tatsächlich. Also auf meiner Internetseite kudi.de, also ist recht einfach, von Kudanatsch, Kudi abgeleitet. So wurde ich immer als Kind schon auch genannt, und da war diese Domain war noch frei. Also KUDI, wirklich nur vier Buchstaben. Da ist dann quasi alles versammelt und verlinkt, und da findet man das Neueste. Kind ist eine gute Sache. Du machst ja auch Kinderradio. Hast du dir ein Stück Kindlichkeit bewahrt, dass du diesen Blick dafür hast? Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Also das gehört dazu irgendwie, dass man selber dann eben nicht so der bierernste und gesetzte Erwachsene ist, sondern eher der Untersetzte. So ein bisschen so als der Nachfolger Till Eulenspiegels, ja. Nein, um Himmels Willen, ich habe ja gar nicht so einen Hut und so, und bin auch nicht so, weil Till Eulenspiegel war auch ein ganz schönes Ferkel, der hat also irgendwelchen Leuten auch
quasi Stuhlgang durchs Fenster geworfen und sowas. Ich habe jetzt gerade überlegen müssen, wie ich es höflich und schön formuliere. Also sowas würde ich nicht machen. Erfurt hat er dem Esels Rechnen beigebracht. ja, aber es gibt ganz bei den damaligen Universitätsprofessoren. Aber Esel, Politik, was ist Politik hier für dich für ein Thema? Politik, das ist ein schwieriges Thema und das kommt ja auch in den Kolumnen drin vor, eben wie das jetzt so ist, dass eben der Dieter Althaus eben immer gerne noch zurückdenkt an die Zeit, als er die Christine Lieberknecht war und sowas. Also ist ein weites Feld, aber man muss natürlich da irgendwie gucken, wie man das verpackt in so Kolumnen, dass es eben auch nicht schnell vielleicht ein bisschen langweilig wird oder zu ernst und zu traurig. Dann gibt es dein Buch einmal als Coverausgabe. Ja, die Autoren halt immer, das ist immer das Allergeilste, wenn Autoren im Talk sind. Der Verleger gesagt, er sagt, halt das Buch hoch, sonst musst du nie wieder. Ja, das ist, ich kann mich daran erinnern, als du damals mit Karl Eduard von Schnitzler im Riverboot saßt und die ganze Zeit einer hat das hochgehalten und der nächste auch. Stell's dir hin. Okay. Wir legen es jetzt hier, wir guck mal so, permanent in die Kamera, permanent. Thüringer Kolumnen, nicht Thüringer Kommunen, eine nach der anderen wird abgearbeitet. Das gibt es aber auch als E-Reader-Ausgabe. Genau, als E-Book, das gibt es auch sogar das erste. Und es ist so für die Menschen, die eben schon so modern ausgestattet sind und sowas gar nicht mehr in die Hand nehmen, weil sie denken, E-Papier, da kriege ich Pickel an den Fingern. Das gibt es quasi auch elektronisch, genau. Ich wünsche dir viel Erfolg dafür. Ja. Und freue mich, wenn wir dann beim nächsten Buch Sushi in Suhl gibt es nicht oder irgendwas. Und dann weiß ich. Hast du jetzt schon einen konkreten Arbeitstitel? Ja, es gibt schon einen konkreten Arbeitstitel. Das erste Buch war blau, das war rot, das nächste soll grün sein und könnte heißen eventuell Ich werde nicht alt im Thüringer Wald. Oh.